Dir gefallen meine Videos? Dann unterstütze mich doch via PayPal mit 1 Euro im Monat über patreon.com/masterjam. Viel Spaß! Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Ein Pärchen sitzt auf der Couch. Er hat extreme Stinkefüße und sie hat Mundgeruch. Nach einer Weile sagt die Frau: Schatz, ich muss dir was sagen. Er unterbricht: Ja, ich weiß, du hast meine Socken gefressen. Alle jammern, dass die Medien so wenig über den Brand in Brasilien berichten. Leute, für was gibt es denn den Amazon Fire TV Stick? Gerade eben haben sie bei uns einen Smart abgeschleppt. Der Polizist auf dem Fahrrad kam dabei leicht ins Schwitzen. Im Schnitt sind Jugendliche heutzutage bei ihrem ersten Mal 16. Krass, in meiner Jugend waren wir halt nur zu zweit. Stell dir vor, du liegst im Koma, erwachst nach 10 Jahren und liest den Zeitungsartikel: Präsident Donald Trump möchte Grönland kaufen. Einfach mal sacken lassen. Filmidee: Harry Potter mit Zaubersprüchen von Bibi Blocksberg. Ene mene, Stubenhocker, ich töte jetzt den Harry Potter. Oh, Phil. Oh, Phil! Irgendwann wird man über mich sagen: Wer? Oh, ist das gemein! Das muss ich immer eben schicken. Jetzt ratet doch mal, wer einen Lebenslaufvordruck aus dem Internet benutzt und vor dem Abschicken vergessen hat, doch die Adresse zu ändern. Richtig, euer Max Mustermann. Was im Büro besprochen wird, das bleibt auch hier und darf das Gebäude niemals verlassen. Als ob man mir den Scheiß glauben würde, der hier abgeht. Hühner sind faszinierende Tiere. Man kann sie nach ihrem Tod oder vor ihrer Geburt essen. Anscheinend nehmen 25% aller Frauen Medikamente gegen psychologische Erkrankungen. Nur 25, das heißt 75% laufen unbehandelt rum. Nach dem Essen in einem 2-Sterne-Restaurant. Kellner, empfehlen Sie mich weiter? Gast, schon, aber mir fällt gerade niemand ein, den ich hasse. Verkäufer, dies ist eine zeitlose Urkunde. Na, das bringt mir dann auch nichts. Sollte ich jemals einen Mitarbeiter von O2 erwürgen, dann flüstere ich ihm zu: Sie atmen jetzt mit gedrosselter Geschwindigkeit. Ich habe keine Morgenlatte, ich habe einen Morgenmittelfinger. Kannst du nochmal Morgenlatte sagen? Morgenlatte? Nein, alles gut. Natürlich kommt es auf die Größe an. Niemand möchte ein kleines Bier. In jedem Menschen steckt doch etwas Gutes. In mir zum Beispiel 500 Gramm Vollmilchschokolade. Wäre das cool, wenn man Menschen so antippen könnte wie ein Video im Internet, um zu gucken, wie lange sie noch dummes Zeug quatschen. Meine Freundin ist Seitenschläferin, meistens schläft sie auf meiner Seite. Als Mann kommt man mit einsetzender Geschlechtsreife gleich in die lebenslang anhaltenden Wichseljahre. Mit 15? Ich weiß nicht, ob das nochmal aufhört. Like und abonnier, YouTuber! Like und abonnier, YouTuber!